Hallo und herzlich willkommen zu AfD TV und einer heutigen Sondersendung zur Landtagswahl in Niedersachsen. Denn am 9. Oktober ist es endlich soweit und wir haben heute den Spitzenkandidaten Stefan Matuszewski bei uns im Studio. Herzlich willkommen. Dankeschön für die Einladung. Ja, nochmals herzlichen Glückwunsch. Die AfD Niedersachsen hat sich dafür entschieden, dass sie sozusagen das Gesicht des Wahlkampfes sind. Waren Sie denn überrascht über das Ergebnis? Jein. Etwas überrascht war ich natürlich so. Also wir hatten ja vorab so eine Briefwahl, wo ich mich durchgesetzt hatte als einziger von 74 Bewerbern. Von daher war dann, ich sag mal, auf der Aufstellungsversammlung, die wir dann ja doch noch machen mussten, war ich dann nicht mehr so überrascht, sage ich jetzt mal so. Ich weiß, dass ich einen großen Rückhalt in der Basis habe. Das Briefwahlergebnis hat es ja bestätigt. Was hat denn letztendlich einen Arzt aus Gifhorn zur Politik bewegt? Ja, also ich bin 2015 in die Politik eingetreten aus drei Gründen. Einmal tatsächlich aufgrund der verfehlten Euro-Rettungspolitik, die ich unverändert, also oder wo wir es jetzt sehen, dass die verfehlt ist. Dann natürlich aufgrund der Migrationskrise und ganz klar auch aufgrund der medizinischen Versorgung. Seit Jahren bin ich in leitender Funktion als Arzt tätig, seit über 20 Jahren. Jedes Jahr höre ich, es ist alles total toll. Und genau der Gegenteil ist der Fall. Jedes Jahr wird es schwieriger für all meine ärztlichen Kollegen, das berechtigte Anspruchsdenken der Patienten zu erfüllen. Dann wurden Sie sicherlich auch während der Corona-Zeit auch bestätigt mit Ihrer Kritik. Das ist natürlich, Corona ist natürlich, ich sag mal, ein ganz spannendes Thema. Aber ich glaube, Corona hat gezeigt, wie irre unser Gesundheitssystem ist. Erst wurden Tausende von Beatmungsgeräten zusätzlich bestellt, die es gar nicht gibt. Dann wurden Notkrankenhäuser eingerichtet, die nie benutzt worden sind. Dann ist uns gesagt worden... Die Sirene passt gerade im Hintergrund. Das, ist das passt. Also, ja. Dann ist uns gesagt worden, wir stehen vor dem Kollaps des medizinischen Versorgungssystems. Die Wahrheit ist, und das werden Sie in vielen Artikeln, wir standen nie vor dem Kollaps. Es war angespannt, wir standen aber nie vor dem Kollaps. Und wenn Sie dann die Diskussion über Intensivbetten gehört haben, die Intensivbetten sind im Krankenhaus immer zu 90% ausgelastet. Warum sind sie ausgelastet? Das ist völlig normal, weil natürlich Patienten, denen es nicht so gut geht, man lieber auf Intensiv schlägt als auf Normalstation. Also es ist immer zu 90% ausgelastet, jeden Tag. Und natürlich ist es so, dass man versucht, Kapazitäten freizumachen für schwierige Operationen. Also die Corona-Krise und alles, was ist, hat gezeigt, wie dass vieles, was berichtet wird, nicht richtig war. Und die Corona-Krise hat aber auch gezeigt, dass wir eigentlich ein sehr leistungsfähiges Gesundheitssystem haben. Und deswegen vieles, was Herr Lauterbach nach wie vor jetzt an Panik betreibt, völlig ungerechtfertigt ist. Sie sind ja jetzt auch Spitzenkandidat für die AfD in Niedersachsen. Was ist denn Ihrer Meinung nach das wichtigste Thema gerade für die Bürger in Ihrem Land? Für unseren Bürger wie für alle ist es natürlich die Energiepreise. Die Energiepreise, also ich sage Gasrechnung, Stromrechnung, das ist das alles entscheidende Thema. Und natürlich zunehmend jetzt auch das Thema, was indirekt damit gekoppelt ist, nämlich der Arbeitsplatz. Also jeder, der selbstverständlich als Angestellter beim Bäcker arbeitet, macht sich natürlich Sorgen, wie soll der Bäckermeister die gestiegenen Energiepreise, die sich, wenn er das mit dem Gas betreibt, vervier- oder verfünffacht haben, wie soll das funktionieren? Oder ich sage, Leute, die in energieintensiven Arbeitsstätten, ich sage im Porzellanhandwerk, ich sage in einer Stahlindustrie, die wissen natürlich, mit Flatterstrom, ich nenne das mal, mit Windkrafträdern wird man keinen Stahl schmelzen können dauerhaft. Also das ist natürlich das Entscheidende, was alle Menschen an allererster Stelle bewegt. Und damit natürlich logischerweise die Inflation und die Entwertung des Ersparten und des eigenen Vermögens. Das dringt allmählich bei den Menschen durch. Laut Habeck produzieren ja einfach die Bäcker nicht weiterhin, sondern es gibt letztendlich einen Produktionsstopp. Wie kann man sich denn das Ganze vorstellen, dass dennoch die Grünen noch im Trend sind, auch in Niedersachsen, trotz solcher Aussagen? Oder gibt es da jetzt einen Wandel? Ich glaube schon, wenn ich am Stand bin, und wir machen ja jedes Wochenende einen Stand, neben uns sind auch die Grünen, auf der anderen Seite ist die SPD. Das ist auch alles, wie es im demokratischen Kontext sein, friedlich. Man sieht es an dem Zulauf. An dem Zulauf ist, dass wir einen guten Zulauf haben. Bei den Grünen und bei der SPD ist es eher weniger, nicht so viel. Und ich glaube, Grün hat jahrelang vom Image gelebt.
Wenn ich grün wähle, tue ich etwas für die Umwelt. Also ich fahre SUV, wähle grün und tue etwas für die Umwelt. Und ich glaube, allmählich kommt der Wandel, der Bewusstseinswandel, dass die Leute wissen, sie sind betrogen werden. Sie werden betrogen. Und allmählich wissen sie, dass aus dieser Eiskugel der Energiewende, wir wissen ja noch, kostet eine Eiskugel, ein riesiger Eisberg geworden ist. Und das kommt allmählich bei den Menschen an. Und natürlich solche Äußerungen wie mit Habeck, der, ich sag mal, nicht weiß, was eine Insolvenz ist. Oder der auch völlig ignoriert hat, selbst wenn eine Firma den Betrieb einstellt, die Mitarbeiter werden entlassen. Die Mitarbeiter sind nicht mehr unter Lohn und Brot. Völlig jetzt vom Thema, wie man Insolvenz definiert. Und ich glaube, diese Realitätsferne der Grünen kommt jetzt bei den Menschen an. Sie haben eben gerade Stichwort demokratischer Kontext genannt. Sie haben letztens eine Absage von der Ärztekammer in Niedersachsen erhalten. Die hat ja zu einer Podiumsdiskussion eingeladen. Und die Begründung war aufgrund des Platzmangels. Wie war Ihre Reaktion? Meine Reaktion ist natürlich, wie soll ich sagen, ich hatte ja hingeschrieben und dann war gefragt, warum nicht. Man will nicht. Das ist ganz klar, man will nicht. Selbstverständlich, ich sag mal, ich hätte mich natürlich gerne einer Diskussion gestellt, weil ich arbeite in einem medizinischen Versorgungszentrum. Das ist die Schnittstelle zwischen ambulant und stationär. Man hätte sich mit einem Praktiker auseinandersetzen müssen. Und dass die anderen das nicht wollen, das, glaube ich, ist verständlich. Dass sie es nicht wollen, dass sie es fürchten. Denn was sollen sie mir erzählen? Ich weiß tatsächlich, was abgibt im medizinischen Prinzip. Ich weiß, dass die ganze Digitalisierung bis jetzt nach wie vor gescheitert ist im medizinischen Betrieb. Ich weiß, dass wir unter einem Fachärztemangel zum Teil leiden. Ja, trotz Zuwanderung ganz vieler ausländischer Ärzte und gerade, weil ganz viele deutsche Ärzte nämlich ins Ausland abwandern, aufgrund, weil sie dort weniger Auflagen haben. Ich hätte mich auch gerne mal über das Fortbildungssystem unterhalten oder Ähnliches, aber das, wie gesagt, fürchtet die Ärztekammer und fürchten natürlich die etablierten Parteien. Zeigt vor allem auch das Demokratieverständnis der Ärztekammer in Niedersachsen. Ja, nicht nur der Ärztekammer, auch der Landessportbund. Bin ich auch nicht eingeladen worden. Das ist tatsächlich diejenigen, die immer vorgeben, ganz, ich sag mal, wie heißt es heute so schön, divers zu sein, ganz offen zu sein für tolerant. Alles, demokratisch, tolerant zu sein, sind in Wahrheit exakt die, die die Intoleranz vorleben. Und auch hier merkt man einen gewissen Sinneswandel in der Bevölkerung. Die erkennen nämlich, wer ist wirklich für das Wort Freiheit und Meinungsfreiheit. Die AfD hat sich noch nie dafür ausgesprochen, irgendwas, dass man es nicht sagen darf, dass man es nicht machen darf. Wir stehen als einzige Partei für die Freiheit. Herr Maciejewski, der Wahlkampf läuft ja schon sozusagen in Hochtouren. Wie können Sie das aktuell mit Ihrer Arbeitsstelle vereinbaren? Haben Sie denn da eine gute Vertretung? Eine gute Vertretung. Also ich habe ein tolles Team, mit dem ich zusammenarbeite. Die Arbeit macht mir Spaß. Also ich bin Arzt aus Leidenschaft. Ganz vielen Dank an meine Mitarbeiter. Ich habe Wahlurlaub oder partiellen Wahlurlaub genommen, so wie es dem Gesetz steht. Ich arbeite nur noch 2 Tage die Woche, damit ich in einigen Bereichen bin ich der Einzige, der dieses entsprechend abdeckt, damit die medizinische Versorgung in diesem Bereich im Landkreis Gifhorn gegeben ist. Fürs Krankenhaus und MVZ bin ich 2 Tage. Im Bereich der Radiologie? Im Bereich der Radiologie und Nuklearmedizin bin ich 2 Tage die Woche noch da. Das ist natürlich ein zusätzlicher Stress, das muss ich ganz klar sagen. Zum Abschluss noch, Sie haben letztendlich gesagt, die AfD Niedersachsen wird am 9. Oktober 12% holen. Würden Sie das Ganze noch mal untermalen? Ja, ich gehe fest davon aus, weil in meinem Mitgliedsverband habe ich den Höchststand an Zahl der Mitglieder. Wir wachsen also im Kreisverband Gifhorn. Ich habe einen immensen Zuspruch, wenn ich Plakate aufhänge, wenn ich Flugblätter verteile. Warum bin ich mal Flyer da, aber Flugblätter verteile? Die Leute haben Interesse. Sie haben wirkliches Interesse und sie haben erkannt, dass die AfD für 3 wichtige Dinge steht. Für Freiheit und Sicherheit, für Wohlstand und für Meinungsfreiheit. Und diese 3 Dinge sind die Basis dafür, dass jeder nämlich Folgendes tun kann, nach Glück streben. Wir möchten gerne, dass es den Menschen in Niedersachsen besser geht. Und ich glaube, dass dieses
erkannt wird, dass wir dafür sind, nicht, die, dass wir, es uns immer vorgeworfen wird, wir hätten kein Programm. Wir möchten gerne, dass es den Menschen in Niedersachsen besser geht. Und deswegen haben wir, wie gesagt, auch die klaren Forderungen im Rahmen der Energieversorgung, nämlich einen vernünftigen Energiemix, Atomkraftwerke weiterlaufen lassen, auch Kohle- und Braunkohlekraftwerke, weil es im Augenblick anders nicht geht, CO2-Steuer absenken bzw. ganz abschaffen und die Energiesteuern senken. Vielen Dank, dass Sie heute hier bei uns im Studio waren und weiterhin viel Erfolg für den Wahlkampf. Ich bedanke mich. Bis bald. Dankeschön. Dankeschön.